Nochmal. Ihr sucht es eine zweistellige Zahl. Erstens, vertauscht man die Ziffern, so entsteht eine um 18 kleinere Zahl. Die Quersumme der Zahl ist 10. So, und wir beginnen so eine Textaufgabe grundsätzlich mit sei. Und jetzt ist die Frage, wie benennen wir die Variablen, ja? Sei x die zweistellige Zahl. Nein. Das ist falsch in der Situation. Also es geht. Ich meine, es gibt kein falsch oder richtig da. Nur dann wird es katastrophal. Nochmal den ersten Satz bitte vorlesen. Gesucht ist eine zweistellige Zahl. Erstens, vertauscht man die Ziffern, so entsteht eine um 18 kleinere Zahl. So, und an der Stelle steht eigentlich drin, was das x ist und was das y ist. Nochmal den Satz vorlesen. Vertauscht man die Ziffern, so entsteht eine um 18 kleinere Zahl. Die Quersumme der Zahl ist 10. Letzte Reihe. X die erste Ziffer. Aber ganz sicher. Wobei ich ehrlich gesagt normalerweise y, und das nennen wir dann die Einerziffer, das erste Ziffer ist immer schwierig, weil ich habe eine Zehnerziffer und eine Einerziffer. Und da kann man auch z und e nehmen. Und das heißt, ich nehme y ist die Einerziffer und x die Zehnerziffer der Zahl. So fange ich das Ganze mal an. So, und wenn ich jetzt die Zahl, ich nehme jetzt einfach mal die Zahl 25, die hier steht, dann ist 2 die Zehnerziffer und 5 die Einerziffer. So, und jetzt ist die Frage, wie kriege ich die Zahl 25 aus Zehnerziffer und Einerziffer zusammen? Also wie kann ich 25 aus 10er und 1er Ziffer erzeugen? Wenn ich eine Zahl habe mit 10er Ziffer 2, was bedeutet das? Was muss ich dann machen? Ja? Hoch? So habt ihr das? Also hoch, 2 hoch 5, das passt auf keinen Fall. Und wie gesagt, es muss ja für alle zweistelligen Zahlen gelten. Ja? 2 mal 10. Aber das genügt noch nicht. Ja? Und so rechnet man aus der 10er Ziffer und der 1er Ziffer die Zahl. Und jetzt überlegt ihr, wie man die Zahl rechnet. Was ist? Was ist die Zahl? Jawohl, weil x war die 10er Ziffer und y die 1er Ziffer. Deswegen habe ich auch das x als 10er Ziffer gesetzt, weil man die, das ist schöner xy als yx. Nochmal den ersten Satz bitte vorlesen. Vertauscht man die Ziffern, so entsteht eine um 18 kleinere Zahl. Und jetzt hast du irgendwie die Ziffer. Normal die erste Zahl. Nochmal bitte. Vertauscht man die Ziffern, so entsteht eine um 18 kleinere Zahl. So, jetzt wissen wir, die Zahl ist 10x plus y. Wie sieht denn die Zahl aus, wenn die Ziffern vertauscht sind? Letzte Reihe. Y ist mal 10. Jo, das ist die Zahl mit vertauschten Ziffern. Jetzt schreibe ich die Originalzahl nochmal hin. Das ist die Zahl mit vertauschten Ziffern. Nochmal das Vorlesen. Vertauscht man die Ziffern, so entsteht eine um 18 kleinere Zahl. So, und da muss jetzt irgendwie noch eine 18 dazu. Wie kriege ich das mit der 18 hin? Ja? Vielleicht Klammern setzen und dann es nicht dazu. Keine vielleicht, ja? Also um Klammer um 10 x plus y nach 18. So, also hier, jetzt schreibe ich mal die 18 nach hier. Steht hier plus 18 oder minus 18? Steht plus 18 oder minus 18, ja? Plus. Nochmal die Aufgabe vorlesen. Vertauscht man die Ziffern, so entsteht eine um 18 kleinere Zahl. Und damit muss hier Minus stehen. So, das ist die erste Bedingung. Die zweite Bedingung bitte vorlesen. Die Quersumme der Zahl ist 10. So, wie rechne ich denn von dieser Zahl die Quersumme aus? Wie rechne ich von dieser, ja? X plus Y. Ganz einfach. Dann habe ich hier mein Gleichungssystem. So, was muss ich als erstes tun? Welche Gleichung ist problematisch?
Ja, bitte? Genau, das heißt, die obere Gleichung, Klammern auflösen. Okay, die Klammern hätte ich auch so weglassen können. Aber ich muss die Variablen auf einer Seite sammeln, bei der oberen Gleichung. Das heißt, ich muss die 10x und das y rüberkriegen. Wie mache ich das? Ja, bitte? Minus 10x und minus y. Jawohl, und minus 10x heißt, ich ziehe von dem x 10x ab. Was ist x minus 10x? Ja? Minus 9x. Genau das, ja. So, und dann subtrahiere ich auch das y, ich ziehe von dem 10y ein y ab und ich erhalte? 9y. Ist gleich 18. Oder ist es 18? Wird ja um 18 kleiner, minus 18. So, das war die erste Gleichung. Die zweite Gleichung schreibe ich einfach so drunter. Wobei, es wäre eventuell schlau, damit man direkt addieren kann, mit der zweiten Gleichung etwas zu machen. Ja? Mal 10. Nein. Aber fast richtig, ja? Mal 9. Genau, weil ich hier an der Stelle ja die 9 sehe. Also habe ich 9x. Plus 9y gleich 90. Jetzt kann ich das addieren. Es fällt der gegen den weg und es bleibt übrig 18y gleich 90 minus 18 und das ist 72. Also muss ich durch 18 teilen. Dann ist y gleich 72 durch 18 und das ist, glaube ich, 4. Also habe ich y gleich 4. So, jetzt weiß ich, x plus y ist 10. Also kann ich rechnen, x plus, das y war ja 4, gleich 10. Oder x gleich 10 minus 4 und das ist 6. Damit kann ich die Aufgabe beantworten. Damit ist die Zahl 72 durch 18. Ja? Warum wird aus dem minus 9x auf einmal 9x? Es ist diese 9x das Problem. Die kommt von hier. X mal 9 ist 9x. Also es wird nicht aus dem das. Ich rechne immer von links nach rechts und selten von oben nach unten. Rechnen von oben nach unten kostet Platz. So, also wie heißt jetzt die Zahl? Wir sind bei der Frage, die Zahl ist. Die Zahl ist was? Ja? 64. Weil die Zehnerziffer, ist das x, das ist die 6, und die Einerziffer ist das y, das ist die 4. Die Zahl ist 64. Und wir lesen nochmal den Aufgabentext, dass wir sehen, dass das auch wirklich stimmt. Der erste Satz bitte. Ihr sucht jetzt eine zweistellige Zahl. Vertauscht man die Ziffern, so entsteht eine um 18 kleinere Zahl. 64 vertauscht ist 46. So, es entsteht eine um 18 kleinere Zahl, wenn ich das vertausche. Und das stimmt. 64 minus 18 ist 46. Das nächste. Ich wäre so jetzt 10. Ja, passt auch. Fragen zu der Aufgabe.